Aber wie schaut es denn eigentlich aus? Woher weiß ich denn, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist? Und dafür brauchen wir zuerst ein Vokabel, weil da kommt ein Vokabel vor, das wir vielleicht noch nicht kennen. Nämlich die Zifferensumme. Die Zifferensumme ist wieder, wie das Wort Summe schon sagt, eine Addition, also eine Plusrechnung. Also die Zifferensumme sagt aus, dass alle Ziffern einer Zahl addiert werden. Alle Ziffern einer Zahl werden addiert. Der Unterschied zwischen Ziffer und Zahl sollte bereits klar sein. Zur Erinnerung, zum Beispiel hier 2068. Das Ganze hier ist eine Zahl und jedes einzelne Teil hier ist eine Ziffer. Also die Ziffer 8, die Ziffer 6, die Ziffer 0, die Ziffer 2. Zifferensumme. Alle Ziffern einer Zahl werden addiert. Und was bringt uns jetzt das für die Teilbarkeitsregeln bei 3? Naja, wir schreiben uns einfach mal die Teilbarkeitsregel für 3 auf. 3. Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Zifferensumme durch 3 teilbar ist. Also, erster Schritt, wir schauen uns die Zahl an, bilden die Zifferensumme und wenn diese Zifferensumme durch 3 teilbar ist, dann ist auch die ganze Zahl durch 3 teilbar. Aber wie, was da mit der Zifferensumme, was es damit auf sich hat, schauen wir uns bei ein paar Beispielen an. Zum Beispiel wollen wir feststellen, ob 17 durch 3 teilbar ist. Schreiben wir uns mal 17 auf. Die Zifferensumme aus 17 wird so gemacht. 1 plus 7. Einfach die einzelnen Ziffern addieren. Und 1 plus 7 ist 8. 8 ist bekanntlich nicht durch 3 teilbar. Also 3 teilt nicht 8. Also gilt das auch für 17. Also eine Zahl ist durch 3 teilbar. Diese Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Zifferensumme durch 3 teilbar ist. Daraus folgt, 3 teilt nicht 17. Nächstes Beispiel, 36. Jetzt müssen wir schauen, passt 3 in 36 hinein. Viel einfacher geht das, indem wir die Zifferensumme bilden. Die Zifferensumme von 36 wird so gemacht, 3 plus 6. 3 plus 6 ist 9. Da tun wir uns schon leichter. 3 geht in 9 auf jeden Fall. 3 mal hinein, bleibt kein Rest übrig. Daraus kann man sagen, 3 teilt 9. Und deswegen gilt es auch für 36. 3 teilt 36. Nochmal. Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Zifferensumme durch 3 teilbar ist. Die Zifferensumme ist hier 9. 3 teilt 9. Deswegen teilt es auch die 36. Nächstes Beispiel. Ein Beispiel, wo man nicht auf den ersten Blick sehen kann, ob da wirklich durch 3 geteilt werden kann. Und zwar die Zahl 1098. Wir wissen eventuell auf den ersten Blick, hier haben wir eine gerade Zahl. Deswegen ist es durch 2 teilbar. Wir haben aber keine 0 und keine 5, also ist es weder durch 5 noch durch 10 teilbar. Die Frage ist es durch 3 teilbar? Dazu als erstes die Zifferensumme bilden. Ich schreibe es noch einmal ausführlich auf. 1 plus 0 plus 9 plus 8 ist gleich. 1 plus 0 ist 1, plus 9 ist 10, 10 plus 8 ist 18. 18 geht 3 in 18, fragen wir uns. Ja, natürlich geht das in 18. Wer nachprüfen will, 6 mal, 0 Rest. 3 teilt also 18 und wenn es 18 teilt, dann teilt es auch 1098. 3 teilt 1098. Weiter, nächstes Beispiel, das das nochmal verdeutlicht, und zwar 21. Eigentlich schon klar. Aber trotzdem die Zifferensumme bilden.
2 plus 1 ist 3. 3 teilt natürlich 3, also teilt 3 auch 21. So funktioniert das. Jetzt kannst du noch 2, 3 oder 4 Beispiele dir selbst ausdenken, vielleicht mit einer Zahl zwischen 100 und 1 Million. Bildest die Ziffernsumme und wenn 3 die Ziffernsumme teilt, dann teilt auch 3 die ganze Zahl.